So, bevor es losgeht mit dem Zündkerzenwechsel, möchte ich noch ein bisschen was über die Turbo-Historie von Opel erzählen. Für diejenigen, die es nicht interessiert, spult bitte zu der Minute, dann geht es direkt los. Und für diejenigen, die es interessiert, bleibt dabei. Bei Opel fing es an im Calibra mit dem C20XE. Das war ein Motor, den die entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben. Der hatte 16 Ventile, 150 PS, 2 Liter Hubraum und Saugmotor. Das war der Motor, der seinerzeit den höchsten Wirkungsgrad beim Benziner hatte. Und zwar liegt er bei 37%. Diesel liegen immer höher. Da wurde aus dem C20XE der C20LET, da haben die also den Grundmotor genommen, den Sauger, und den umgerüstet zu einem Turbo. Der hatte dann am Ende 204 PS. Die wurden dann im, lass mich lügen, Calibra, glaube ich, und im Astra G verbaut. Bin ich auch nicht 100% sicher. Jedenfalls gab es dann den X20X e.V., ist auch ein Saugmotor, 2 Liter. Und den haben die dann auch genommen und umgerüstet zum Z20LET, Z20LEL, Z20LER. Hier ist zum Beispiel der Z20LER verbaut. Das sind alles Motoren, die ursprünglich als Saugmotoren entwickelt wurden und dann umgerüstet wurden zum Turbomotor. Das sind also keine entwickelten Turbomotoren, also keine von Grund auf entwickelten Turbomotoren. Der Z20, ein Unterschied, was viele nicht wissen, zwischen Z20LEL und LER ist eigentlich nur, dass der LEL ein länger übersetztes Getriebe hat, um Sprit zu sparen. Der LER hat 30 PS mehr aufgrund einer anderen Software. Ansonsten ist das gleich. Habe ich oft gehört, dass die sagen, ja Moment mal, der Motor ist identisch zwischen LER und LEH, nur die Software ist anders. Das stimmt nicht. Und zwar der LEH, der Z20LEH, ist ja der OPC-Motor. Der hat dann 240 PS und der LER hier hat 200 PS. Das sind dann also 40 PS Differenz. Wenn du jetzt mal guckst, der LER hat Ausgleichswellen, die der LEH nicht hat. Und da gibt es zum Beispiel Sachen wie eine Kolbenbodenkühlung, die der LEH hat, die der LER nicht hat. Haltbar sind die Z20LET, Z20LEL und Z20LER bis ca. 300 PS. Bis dahin halten die Innereien das aus. Es gibt natürlich auch andere Motoren, die ein bisschen bekannter sind dafür, dass sie viel aushalten. Serie, das sind zum Beispiel zum einen beim Supra der 2JZ GTE. Den fährt man mit den Innereien, mit den Serieninnereien 800 bis 1000 PS. Oder den Nissan Skyline R34 GTR, der hatte den RB26 DTT Motor drin. Den fährst du auch mit Serieninnereien bis zu 800 PS in etwa. Ja, das gibt es eigentlich noch, das wollte ich noch dazu sagen. Dann geht es auch schon los mit dem Zündkerzenwechsel. So, um die Zündkerzen zu wechseln, müssen wir erstmal ein paar Sachen abbauen. Komm mal ran. Da haben wir hier die beiden Schellen, die müssen wir lösen. Beim LET, LEL und LEH müssen wir das machen. Und bei den anderen Motoren ist es eigentlich sehr ähnlich. Nur dann habt ihr halt das Leitdruckrohr hier nicht oben drüber. Das heißt, die beiden Schellen müssen wir lösen. Diese Schelle, hier vorne die Schrauben, unten drunter ist ja noch für die Augenwellenhäuserentlüftung. Vorne der Schlauch, den müssen wir auch noch abziehen. Könnt ihr später, wenn ihr die wieder anzieht, darauf achten, ob die übersetzen. Weil die müssen schön dicht schließen. Ansonsten ist diese Schelle dann zu tauschen. Auch wenn ihr jetzt das Leitdruckrohr nicht haben solltet bei eurem Opel Astra. Eigentlich ist der Arbeitsschritt immer der gleiche, dann habt ihr halt diese Arbeit, könnt ihr euch sparen und könnt dann direkt rangehen. So, haben wir das raus. So. Jetzt passt bitte auf, dass in den Turbolader nichts reinfällt, kein Schmutz, kein Dreck. Den decken wir gleich erstmal direkt ab mit dem Tuch. Kommt einmal rum, siehst du hier vorne den Schlauch, der an das Nockenwellengehäuse geht. Den müssen wir dann mit der Wasserpumpenzange zusammendrücken und abziehen. Und dann können wir das komplette Teil abnehmen. So. Okay. Und schon haben wir das Bauteil in der Hand. Als nächstes ziehen wir dann den Stecker von dem Zündmodul ab. Vorne den Clip runterdrücken und abziehen. Dann machen wir hier vorne die Kappe ab, die schieben wir einfach nach rechts. Bisschen hochheben, außen und nach rechts schieben. Dann können wir die nach oben abheben. So, dann haben wir hier das sogenannte Zündmodul. Andererseits auch die Zündleiste, ist beides richtig. Den müssen wir jetzt rausschrauben, um an die Zündkerzen zu kommen. Da haben wir dann hier die beiden Torx-Schrauben und da können wir die nach oben abziehen. Lösen wir die Schrauben.
Passt auf jeden Fall auf, dass euch nicht verbrennt. Zum Beispiel bei mir ist jetzt der Motor noch heiß, ich habe mir eben abgestellt. Es dauert ganz schön lange, bis er abgekühlt ist. Vor allem nachher die Zündkerzen, ihr könnt euch schnell dran verbrennen. Deswegen passt bitte auf, dass ihr euch da keine Verbrennung zuzieht. So. Auch die Zündleiste, die Schrauben sind sehr heiß. Hier außen das Gehäuse geht eigentlich. Können wir so anpacken. So, jetzt wackeln wir kurz daran und ziehen die Zündleiste raus. So sieht die Zündleiste aus. Hier vorne fällt mir jetzt gerade direkt auf, dass da feucht ist. Müssen wir mal gucken, ob die Zündkerze sich vielleicht gelockert hat. Weil normalerweise muss es kurz trocken sein. Ist es nicht. Schauen wir gleich mal nach. Alles klar, da haben wir jetzt hier die Schächte für die einzelnen Zündkerzen. Ich habe hier einen Zündkerzenschlüssel, den langen. Den stecken wir drauf. Der durch diese Gummi, dieses Gummi-Innenleben quetscht er sich auf die Kerze drauf und dann können wir die gleich nach oben rausziehen. Jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, sobald ihr die Zündkerzen raus habt, bitte kein Dreck wegputzen, gar nichts mehr. Denn es darf auf gar keinen Fall in den Brennraum, weil der ist dann nachher frei zugänglich, wenn die Zündkerze raus ist, irgendwie Dreck oder Schmutz reinfallen. Das darf auf gar keinen Fall passieren, deswegen, sobald die Zündkerze raus ist, kein Dreck mehr wegputzen, gar nichts. So, wenn ihr die Zündkerzen gleich anzieht, achtet darauf, dass ihr einen Drehmoment von 35 Newtonmeter verwendet. So, die Zündkerzen sind drin, mit 35 Newtonmeter vernünftig angezogen. Als nächstes kommt das Zündmodul wieder oben drauf. So, ich habe jetzt alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut und wenn ich alles richtig gemacht habe, müsst ihr jetzt anspringen.